Folgen, heute spielen wir natürlich Pokémon Flocken und ich lache mit Kitty Bottom. Naja, ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Naja, gut, warte kurz, ich habe vergessen, die Lautstärke runterzustellen. Warte einen Moment. Okay, die Audio-Einstellung, genau. Wo ist die Lautstärke? Geräuschlaut. Ja. Ah, es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Ja. Das riecht nach Sieg. Ja, genau. Wie gesagt, ich habe gerade die Sound eingestellt, leider eingestellt, damit jemand besser hören kann, wenn ich einfach rede. Danke für die, die mir Bescheid gesagt haben, wirklich. So, ich hoffe, ihr könnt doch besser verstehen. Ja, und was wir vorhaben, ist die Rock Bottom. Genau dahin gehen wir. Bevor wir dahin gehen, möchte ich gerne erstmal gucken, wie es hier weitergeht. Ich bin einfach nur witzig, wie es gemacht wird. So. Komm schon. Boah, Glück gehabt, Leute. Da hinten, wo ein Muschel drauf ist, da ist goldene Hut und da vorne ist noch einer. Der muss ich auf jeden Fall holen. Roll, roll, roll den Schwamm. Streck. Einmeldung. Ein Schwamm, der 5 Unterhosen trägt, ist im Anmarsch. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Freut mich, SpongeBob, wirklich. Ah, was für ein schöner Welt, SpongeBob, wie sich befindet. Boah. So, Leute, seid ihr bereit? Auf. Okay. 3, 2, 1 und go. Willkommen in den dunklen Tiefen von Rock Bottom, die Heimat von seltsamen Kreaturen und Souvenir-T-Shirts. Oh Mann, nicht wieder Roboter. SpongeBob, ich bin ja so froh, dass du hier bist, ob du es glaubst oder nicht. Ach, Miss Puff, warum denn nicht? Doch gut. Ich bin auch froh, dass ich hier bin. Die Roboter haben unbezahlbare Kunstwerke aus dem Museum gestohlen. Wenn du sie mir alle zurückbringen kannst, bekommst du als Belohnung einen goldenen Pfannenwender. Was wollen sie mit den Kunstwerken? Gute Frage. Stell lieber keine Fragen, mit deren Antworten du nicht klarkommst. Betrachten Sie die Kunstwerke als gerettet, Mrs. Puff. So, Rock Bottom. Der Ort ist echt gruselig, aber sieht auch gar nicht so schlecht aus. Sieht echt schön aus, aber irgendwie die Data. Ja, das ist voll geil. Ah ja, das weiß ich ja noch. Das ist eine Schlafenzeit, Roboter. Und man muss in deine Nähe ganz leise schleichen, sonst wache auf. Nein, okay. Das sieht voll gruselig aus. Schenke öffnen ist klasse. Ich finde ganz krass, dass ganz tief im Meer solche Kreatur ausziehen. Also ich finde irgendwie krass, Leute. Wirklich. Zeit für eine kleine Schleicherei. Nimm das! So harmlos ist der Roboter nochmal aus. Mhm.
Schade, oder? Doch, hier. Endlich. Da gab es eine Folge, wo Petit nicht bestanden hat. Zu hübsch. Ich halt's nicht aus. Welche Männer- oder Frauentoilette ist? Das ist schon witzig. Naja, die Bushaltestelle auf Gebiet. Wahnsinn. Das ist so schön gemacht. Es kommt davor, als wären wir mitten in einer Stadt. Plattformen brechen zusammen. Es sei denn, Spongebob schleicht sich ganz freundlich darüber. Ah, okay. Interessant. Ja, dann nicht schlecht. Ach du Scheiße. Ich hätte das nicht damit gerechnet. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Boah. Ich muss sagen, Kumpelblase, für eine Blase kommst du ganz schön herum. SpongeBob, die Roboter plündern das Museum von Rock Bottom. Aber sie haben die Straße dorthin zerstört. Du musst geschickt sein und dir einen anderen Weg suchen. Ich könnte diese ganzen Briefmarken anlecken und mich hinschicken. Könnte funktionieren, aber anschleichen geht vielleicht schneller. Geil, das Game wirklich so geil. Ich bin krass, dass dieser Roboter vorerst rausgemerkt hat. Bei dem, wie es weiter wird. Wahnsinn, wie schön gemacht das alles. Einfach nur alles schön gemacht. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ja, wieso denn nicht? Das sieht irgendwie komisch aus. Dank für die Gesundheit geklappt haben. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Jaut! Ich fühle mich. Endlich habe ich geschafft. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Genau meine Größe. Einfach nur geil, die Roboter und so weiter. Einfach nur süß.
Ich bin Rolltastisch. Funkelnd! Autsch! Autsch! Sogar haben wir geschafft. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Wir dürfen die Kanone nicht zerstören, weil die letzte Folge haben wir auch gesehen, dass SpongeBob geschafft hat, da oben zu gehen. Oder Chandy. Natürlich Chandy, nicht SpongeBob. Weil Chandy wieder dorthin ist, wo es nicht sein soll. Aber ihr wisst, was ich meine. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Glaube ich dir schon. Ich werde dahin gehen. Na hier. Igitt! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Igitt! Muss ich wirklich Patrick-Socken mitnehmen? Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Eine Abbrechung! Okay, da ist jetzt nicht hin, dass jetzt alles auf einmal gekommen ist. Boah, ein Haken daneben. Woohoo! Nicht so gut wie Texas Barbecue Soße. Autsch! Autsch! Okay, schon besser. Autsch! Was ist überhaupt so toll daran, leise zu sein? Igitt! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Lol. Alter, ist das geil gemacht, das Game. Es ist einfach nur süß. Es ist einfach nur traumvoll. Naja, Candy ist echt ein süßes Mädchen. Kann man das nicht dazu sagen. Eine Erfrischung! Da muss man durch die Kanone durch. Du, ein knapp. Ein Haar daneben. Aber knapp. Seht ihr? Genau das meinte ich. Bevor man sofort alles zerstört, immer vorher gucken, was wichtig ist. Oh nein.
Entschuldigung. Oh nein. Naja, egal. Oh Mann, wohin geht der Aufzug? Jemand gebraucht. Interessant. Schwirre ab, du lästiges Ding. Nimm das. Autsch. Okay, schon besser. Kawabunga! Nicht so gut wie Texas Barbecue Soße. Und eigentlich dort wieder diese, wie nennt man die da, wo man Handy drauf verschalten kann. Dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Tja, Patrick wird sich wohl darüber freuen. Echt keine Ahnung, wie ich da durchkomme. Weil da vorne steht ein goldener Pfannenwender. Und die Frage ist, wie komme ich da hin? Scheiße, wenn man nicht weiß, wie man da hinkommt.
Dampf. Muss doch einen Ausweg geben, wie ich da hinkomme. Schwirr ab, du lästiges Ding! Ja Leute, tut mir leid, aber es sind zu viele Sachen, die müssen wir sammeln.
Ja, dauert halt ein bisschen, aber was soll ich mal machen? Leute, das Problem ist nur, bei einem Spiel ist das so, die Haltung bleibt automatisch, wenn man selbst drücken und loslässt. Das ist heute nicht mehr möglich bei dem Spiel. Man muss selbst ganz schnell drücken halten. Schade, ich will die goldene Pfanne wiederholen, aber wie soll ich das machen? Ich hab keinen Plan. Vielleicht Ende der Spiel vielleicht können wir es versuchen. Warte, hier wird mal zu SpongeBob. Okay, da muss ich echt aufpassen. Blaubarschbube! Ach so, dann ist. Gehst du hier unten patrouillieren? Nein, das ist mein Nebenjob. Ich arbeite als Security. Jetzt hör zu. Wenn du die goldenen Pfannenwender erreichen willst, musst du das Sicherheitssystem des Museums abschalten. Musst du diese Hose bügeln oder ist die knitterfrei? Im Gegensatz zu dir. Pass gut auf, Junge. Hier geht es um ernste Dinge. Wenn wir diese Robotersache nicht gelöst kriegen, werden die schattigen Untiefen dicht gemacht und ich muss wieder zu meinem Sohn und seiner Frau und ihren vier schreienden Kindern ziehen. Also, du siehst doch diesen Lüftungsschacht an der anderen Seite des Museums. Jawohl! Dort kannst du das Museum verlassen. Viel Glück, Junge! Okay. Ich werde dich nicht enttäuschen, Blaubarschbube! Oh Mann, ist einfach süß, der Sportler Respekt vor seine Helden hat. Autsch! 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 Oh. Ich fühle mich wie... Lol, guck euch die Gemälde an. Das ist aber geil gemacht aus. Geil. Wirklich. Einfach nur geil. Ich bin mal gespannt, was wir mit der Vitrine ansehen werden. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Die Bilder, die 100% von Kindern gemalt, habe ich geschickt. Einfach nur süß. Oh, wir haben geschafft.
Was sagt der Blaubeerspuppe jetzt? Worauf wartest du noch, Junge? Hinein mit dir! Okay. Okay, wir haben ein mittelalter Schuh oder Pferdeschuh, weiß auch nicht. Patrick sollte mal wieder waschen. Was sagst du denn, SpongeBob? Ach, schon wie ein Roboter. Eine Mütze. Eine Ente. Also, die Sachen, die nicht besonders sind, okay. Katsching! Ich liebe den Schleichen-Move. Nennt mich auch Schwamminator. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Freut mich, SpongeBob, wirklich. Okay, ich hab keine Ahnung, ob das ein Falle war, aber ja. Also würde er nicht plötzlich auftauchen. Leute, holt das Game einfach. Es ist einfach nur geil. Es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man selber spielt. So, man kann nicht durch Laser. Genau meine Größe. Ja, ist doch klar, dass es eine Falle war. Aber so leicht kriegen sie mich nicht auf. 9000 glänzende Objekte haben wir gesammelt. Nicht schlecht. Okay, die Bretter sind schon ein wenig schwer. Da ist einfach nur Tür direkt runter gedunken wird. Wie geil ist das denn bitte? Also das ist ein wenig krass. Alle Neune! Au! Lol. Geschenke öffnen ist klasse. Bei Patrick sieht extrem gruselig aus, aber echt interessant mit Kunst. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Picasso. So Leute, das ist das Ende der Folge.
Ich bedanke mich für das Zuschauen. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren, zu teilen, zu kommentieren, damit das Video nicht verpasst. Ja. Ich danke für das Zuschauen. Thank you.